Hallo Freunde der gepflegten Volksmusik. Heute wird das mal ein Rundumschlag, will ich mal sagen, so ein bisschen, auf alle Fälle jedenfalls, bezogen auf die alternativen Medien oder, sag ich mal, auf die Medien, die wirklich vernünftig recherchieren und vernünftig publizieren. Dazu gehört vor allem auf jeden Fall erstmal unser Boris Reitschuster. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, wer es auch sehr witzig macht, ist unser Tim K., Tim Kellner. Wen ich noch ganz gut finde, ist Carsten Stahl mit seinem Stop Mobbing, da bin ich voll bei dir. Und auch als Verlag mal angesprochen, den Michael Hauke vom Hauke Verlag. Und viele, viele, viele mehr. Ich greife euch jetzt ganz speziell an, weil ihr äußert euch alle systemkritisch. Ihr zeigt auf, was in der Politik querläuft und ihr zeigt auch Lösungsansätze. Was ich richtig schlimm finde, und wie gesagt, alle, nicht nur jetzt die vier Namen, die ich hier genannt habe, sondern alle, die in dieser Richtung auch letztendlich publizieren und veröffentlichen. Wieso, wenn ihr schon der Meinung seid, ihr habt einen journalistischen Auftrag, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendeiner vor der Kamera stellt, von wegen, er will sich selbst projizieren oder wie auch immer, oder selbst verwirklichen. Ich denke mal schon, es geht euch darum, Informationen an die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes weiterzugeben, damit die eben aufgewacht oder aufgeweckt werden. Meine Frage an euch, bitte in die Kommis runterschreiben, ruhig mal beantworten, E-Mail und so weiter könnt ihr auch machen, sich mit euch oder sich mit mir in Verbindung setzen. Wieso klärt ihr bitte so kurz vor dieser extrem wichtigen Bundestagswahl die Bürgerinnen und Bürger nicht darüber auf, wie dies Demokratieverständnis im Bundestag letztendlich auch gelebt werden kann, wenn zum Beispiel der Bundestag 598 Sitze, 299 für die Bürger, 299 für die Parteien, die sich dann jeweils aufteilt in Regierung und Opposition. Wieso klärt ihr darüber nicht auf? Das verstehe ich nicht, beim besten Willen. Heißt letztendlich, gebt das auch weiter, publiziert es auf euren Kanälen. Dieses Jahr bitte aus den jeweiligen Wahlkreisen ausschließlich parteilose Direktkandidaten wählen. Und jetzt kommen da ganz kurz noch ein paar Sekunden für die, die sagen, wählen bringt eh nichts. Das stimmt nicht, totale Grütze. Mindestquorum gibt es? Nein, gibt es nicht. Also heißt auch, mit eure Chefgesetze könnt ihr mal ganz locker abtitten. Da wird kein Ami kommen und wird irgendwelche Gesetze über die der BRD setzen. Eventuellerweise würden nämlich dann die EU-Gesetze greifen und dann wären die Wahlen wieder gültig. In dem Sinne, wir sehen uns. Ciao.